Na gut, dann schauen wir mal, was die alte Dame dazu zu sagen hat. Oder was sie uns jetzt machen lässt. Denn letztes Mal hatte sie ja doch eine kuriose Aufgabe für uns. Also nachdem wir die Samen besorgt hatten. Mal gucken, was wir jetzt mit dem Stoff anstellen müssen. Mavis scheint völlig darin versunken zu sein, den Bilderrahmen aus schwarzen Zweigen, den du für sie gemacht hast, hin und her zu drehen. Sie strafft die Kanten und knipst einige der stacheligen Samen von den Zweigen weg. Plötzlich bemerkt sie dich und setzt den Rahmen ab. Ja, Kind? Hier ist deine Wäsche. Ich muss allerdings sagen, Giscol hat es ein wenig übertrieben mit den Waschgängen. Sie nimmt dir den Stapel gestärkter grüner Lumpen ab und überprüft sie kritisch. Wenigstens reißen sie nicht. Sie seufzt und knittern nicht. Was war mit dem Stoffhändler Giscol? Seine Hände waren voller Narben und er schien sehr langsam zu sein. Mavis dreht und wendet den Stoff immer noch in ihren Händen und tippt mit dem Finger darauf. Nun ja, Kind, manchmal ist man Feuer und Flamme für die Kunst und manchmal verbrennt man sich die Finger daran. Ist ihm das passiert? Mavis schnalzt mit der Zunge. Vielleicht. Manche brauchen die Kunst wie die Luft zum Atmen. Sie ziehen umher mit spitzen Hüten und Stinkkrautpfeifen. Dann gibt's Möchtegern-Zauberer und ebenen Zigeuner und Weissager und Heilpropheten und Hebammen, die mit der Kunst herumschwirren. Die haben's schwerer. Und Giscol war einer davon? Mavis nickt. Ja, sozusagen. In mancher Hinsicht hat er sich nicht verändert. Ganz der Gewohnheit und Ritualen verschrieben. Sie legt die steifen Lumpen auf den Boden. Dabei ist ein dumpfer Plumps zu hören. Tja, da wäre noch eine letzte Sache, die du für mich erledigen müsstest, Kind. Du solltest dir besser zweimal überlegen, bevor du mich wieder auf den Marktplatz schickst, Mavis. Oh, und wenn doch, Kind? Mavis baut sich vor dir auf und starrt dich an. Selbst wenn sie sich ganz aufrichtet, reicht ihr Kopf kaum bis an deine Schultern. Na gut, es hat hier alles einen Sinn, was sie tut. Sie schickt uns ja nicht aus Schikane los. Naja, die oberen beiden Antworten klingen alle nicht sehr angenehm. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen. Also die oberste Antwort wäre Mappes, es ist reine Zeitverschwendung, was nicht stimmt. Wieder und wieder zum Markt zu trotten. Warum kannst du dich nicht früher überlegen, was du brauchst? Und ja, das ist eine Antwort, die nicht wirklich zu uns passen würde. Dazu sind wir zu intelligent. Die zweite Antwort ist, also weil es hier auch zu ungeduldig ist bei der ersten. Ich sage nur, dass du mir sicher nicht viel über Magie beibringen kannst, wenn du nicht mal vorher überlegen kannst, was du alles vom Markt brauchst. Ja, das ist einfach nur unhöflich. Na egal, was brauchst du denn? Nur noch dies. Ich brauche etwas Tinte, um ein paar Zutaten in eines meiner Kochbücher zu schreiben. Du musst ein bisschen von einem der Händler holen. Kosajai ist ihr Name. Also gut, ich bin schon weg. Leb Hab mein wohl. Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ja, eine letzte Aufgabe. Hat sie das bisher schon mal erwähnt? So in der Formulierung nicht, oder? Sie hat gesagt, du musst eine Aufgabe für uns erledigen, für mich erledigen. Dann hat sie uns losgeschickt, die Schon Samen gut. zu holen. Danach hat sie gesagt, noch eine Aufgabe. Aber sie hat nicht gesagt, du musst nur eine Aufgabe erfüllen und dann helfe ich dir. Also, wenn man ihren Worten Erledigt. trauen darf, war das jetzt wirklich das letzte Mal, dass wir was für sie unternehmen müssen. Aber schauen wir mal erstmal, was genau das jetzt ist. Also den Stoff zu besorgen war ja nun nicht wirklich schwer gewesen. Schauen wir mal, was auf der Tinte auf sich hat. Der Name von der Händlerin allerdings klang ein wenig komisch. Also auf jeden Fall nicht menschlich. Oder jedenfalls nicht von der menschlichen Kultur her. Jebba Ai oder so ähnlich hieß sie. Kosajai, das könnte sie sein. Mit ihr hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Dieses zahnlose alte Weib riecht nach Fisch und Salzwasser. Als sie dich erblickt, schenkt sie dir ein breites, rosafarbenes Lächeln. Fisch, mein Kind? Oder vielleicht Fischköpfe?
Nein, die hatten wir, glaube ich, schon mal abgelehnt. Mavis hat gesagt, du würdest Tinte verkaufen. Sie hat mich geschickt, um welche für sie zu kaufen. Tinte? Sie kichert. Nein, ich verkaufe keine Tinte, nur Fisch. Bist du sicher? Mavis, die Hebamme vom Lumpensammelplatz, hat mir genau deinen Namen genannt. Hä? Nun, Kosai Jai war der Name meiner Mutter und der Name meiner Großmutter. Er könnte also jede von uns sein. Doch stehen beide im Totenbuch. Also erzähle nur noch diese Kosajai. Keine Ahnung, was sie meint. Eine Hebamme vom Lumpensammelplatz, sagst du? Sie überlegt kurz. Kenne ich nicht. Wirklich nicht. So, du hast also keine Tinte. Naja, das wundert mich nicht wirklich. Ich wette, Mavis lässt mich hier mit Absicht im Kreis laufen. Moment mal. Deine Hebamme da hat nicht ganz Unrecht. Ich weiß, wie du an Tinte kommen kannst. Aber es ist vielleicht nicht die Tinte, die du suchst. Die Tinte, an die ich denke, kommt aus den Kiemen von Brogota-Flossenfischen. Ja? Dieser Brogota-Flossenfisch blutet Tinte? Sie runzelt die Stirn. Ja, das Problem ist nicht. Das Problem ist, man kann den Fisch nicht essen. Er schmeckt fürchterlich, versengt die Zunge. Du kannst Mairam fragen. Sie hat ihren Fischstand nach Süden die Straße herunter. Sie lacht gackernd. Sie hat vielleicht einen der Fische, die du brauchst, in ihrem Angebot. Die Straße Richtung Süden runter. Na gut, dann werde ich mal sehen, was sie hat. Mein Tagebuch auf den Leb neuesten wohl. Stand gebracht. Das wäre dann hier unten irgendwo. Wenn sie denn hier nahe dem Marktplatz ist, sonst müssen wir uns ein wenig weiter unten im Stock umschauen. Es wird wahrscheinlich auch eine ältere Dame sein. Keine von den Mädels hier. Also nehme ich mal so an, es wäre ein wenig komisch, wenn so eine Frau Fisch verkaufen Schon würde. gut. Maya Arm. Mit ihr hatten wir schon gesprochen, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Diese alte Frau steht still an der Wand und lässt ihren Blick in die Ferne schweifen. Die ganze Hektik um sie herum scheint sie wenig zu beeindrucken. In der Hand hält sie eine hölzerne Stange, an der dutzende kleine Fische hängen. Sei gegrüßt. Oh, hallo, mein Herr. Sie kneift die Augen zusammen, um dich besser zu erkennen. Oh, und ich hielt euch schon für einen meiner Stammkunden. Sie zeigt dir eine Stange mit ihren Fischen. Thunfisch, mein Herr? Makrelen oder Seegurken? Kein Fisch, danke. Ich hätte da ein paar Fragen. Sie runzelt die Stirn, presst ihre Lippen zusammen und schaut über deine Schulter hinweg. Das ist ein wenig unhöflich, aber sei es drum, sie hat etwas, das wir brauchen, also kann sie ruhig ein wenig unhöflich sein. Oder wir gehen erstmal darauf ein, was sie denn tut. Aber dann verkauft sie uns den Fisch vielleicht nicht. Na gut, dann sagen wir direkt, was wir wollen. Hast du mal von einem Brogota-Flossenfisch gehört? Mir wurde gesagt, er würde Tinte aus seinen Kiemen bluten. Sie blinzelt und nickt dann. Ja, dieser Fisch. Ein seltener Fisch ist das. Wenige haben überhaupt von ihm gehört und noch weniger würden ihn essen wollen. Schwer zu töten. Und selbst schon tot ist er noch zu leben. Und selbst tot scheint er noch zu leben. Nicht viele Leute wollen ihm etwas beißen, das sich noch bewegt. Hast Hab du mein einen? Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ja, aber du brauchst etwas, wo du die Tinte reintun kannst. Hast du vielleicht eine Schüssel oder eine Tasse? Oder einen Krug. Vielleicht verkauft ja einer der Händler so etwas. Auf bald. Ja, einer der Händler verkauft wirklich sowas. Hier war eine schwarze Witwe, die ihr Geschirr verkauft hat. Es dürfte sie gewesen sein im roten Outfit. Das passt. Die Frau lächelt herzlich, als du näher kommst. Sei gegrüßt, mein Herr. Was darf es denn heute sein? Was verkaufst du gerade? Ich verkaufe Teller, Tassen, Krüge, Humpen, Messer und dergleichen, mein Herr. Alles von erlesenster Qualität, mein Herr. Sie geht einen Schritt zurück und öffnet den Deckel einer Kiste, die auf dem Wagen hinter ihr steht. Schaut euch meine Waren an. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Ich brauche ein Gefäß für Tinte. Hast du vielleicht einen Krug oder einen Kelch? Sie nickt. Oh ja, viele verschiedene. Der Preis reicht von ein paar Kupfermünzen bis zu mehreren hundert.
Ich suche, ehrlich gesagt, nach dem billigsten, den du hast. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Dann greift sie in die Kiste neben ihr und wirft ihr einen zerbeulten Krug zu. Er ist überall eingedellt und sein Griff sieht aus, als ob er jeden Moment abfallen würde. Der hier sieht aus, als habe man jemanden damit eins übergebraten. Sie lächelt ein wenig. Naja, wird schon gehen. Danke. Und einen schönen Tag noch. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben wohl gerade ein Beweismittel geschenkt bekommen. Aber gut. Solange es dafür reicht, die Tinte aufzufangen, soll uns das vorerst gleich sein. Hallo, mein Herr, feine Fisch, dann erkennt sie dich. Oh, ihr seid es wieder. Hier ist ein Krug. Kann ich da jetzt die Fischtinte hineingefüllt bekommen? Sie nickt und nimmt einen Fisch von ihrem Stab an ihre Hand. Er zuckt und als sie beginnt, ihn wie einem Lappen auszuwringen, fängt er an, mit seinem Körper herumzupeitschen. Sie wringt den Fisch, bis blau-schwarze Flüssigkeit aus seinen Kiemen zu sickern beginnt. Als der Krug fast voll ist, lockert sie ihren Griff und wirft den zuckenden Fisch in einen Sack neben ihr. Sehr rabiat für so eine alte Dame. Aber na gut, danke und leb wohl. Hat mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Das schauen wir uns doch mal an. Ein Krug voller Tinte. Dieser zerbeulte Humpen ist mit Dellen bedeckt und sein Griff sieht so aus, als würde er jeden Moment abfallen. Nach der Größe einiger der Dellen zu urteilen, wurde er dazu verwendet, jemanden den Schädel zu zertrümmern. Dieser Humpen enthält momentan eine Masse von Tinte von einem Brogoter Flossenfisch. Hoffentlich ist das die letzte Sache, die Mabes vom Marktplatz braucht. Ja, das hoffen wir auch. Schauen wir einfach mal nach. Den Weg kennen wir ja inzwischen auswendig. Aber ich denke, das sollte uns auch etwas lehren. Also entweder Geduld, also dafür sind wahrscheinlich alle Prüfungen da, uns in Geduld zu prüfen. Aber gerade diese, wo wir zu so vielen verschiedenen Händlern müssen. Was könnte sie noch damit bewirken wollen? Na, wir hatten auch mit dieser schwarzen Witwe zu tun. Aber ich denke nicht, dass das nicht damit zu tun hatte. Ich denke, wir sollten ihn zurücklassen. Und anscheinend hat Morta ein Problem mit Dakan. Dakanon? Dass wir ihn zurücklassen sollen. Nee. So, Mabes, dann erzähl mal. Mabes zerrt an dem Haufen hellgrüner, gestärkter Lumpen, die du von Giskol mitgebracht hast. Sie scheint die Ränder absichtlich auszufransen, als ob sie sie irgendwie voneinander lösen will. Als sie dich kommen hört, dreht sie sich um. Ja, Kind? Hier ist die Tinte, die du wolltest. Mabes nimmt den Krug mit der Tinte von dir entgegen und riecht daran. Materia-Tinte, schön frisch. Ja? Sie nickt dir zu. Gut gemacht, Kind. Alles, was ich haben wollte. Jetzt frage ich nochmal, willst du nach allem, was du gesehen hast, immer noch die Kunst erlernen? Also mit gesehen hast, meint sie wahrscheinlich die ganzen Zauberer, die wir getroffen haben, die nicht mehr wirklich zaubern, also nicht mehr der Kunst nachgehen, weil irgendetwas schiefgelaufen ist? Ja, schließlich war es ja wohl das oberste Ziel meiner Botengänge, meine Ausdauer zu testen, oder etwa nicht? Mabes lächelt und nickt dann. Ja, vielleicht, Kind. Vielleicht. Und damit nicht genug. Du wusstest auch genau, an wen ich mich wenden müsste, um das Gebrauchte zu erhalten, nicht wahr? Mabes nickt abermals, langsamer diesmal. Vielleicht, Kind. Vielleicht. Und wenn, was sagt dir dein Verstand über sie? Der um die Bäume trauert, hat mir gezeigt, dass ich durch meinen Glauben meine Umwelt verändern kann. Giskol hat mich gelernt, dass Rituale reine Kraftverschwendung sind, wenn das Ziel eines Rituals unbeachtet bleibt. Und dank Mairam weiß ich jetzt, dass ich immer noch von anderen lernen kann, egal wie viel ich mir einbilde, selbst zu wissen. Mabes schweigt einen Augenblick, dann geht sie langsam auf dich zu und streicht über die Wange. Oh Kind, sie seufzt. Du wirst eines Tages mal ein Meistermagier. Ehrlich. Du hast das Zeug dazu. Und doch
fragst du die alte Mebbes um Rat. Was könnte eine Hebamme einem wie dir beibringen? Viel, Mebbes. Ich möchte alles lernen, was du mich lehren kannst. Du willst also diesen Weg einschlagen. Mebbes hält kurz inne. Nun, Regel Nummer 1. Nur Talent für die Kunst zu haben ist nicht genug. Du brauchst etwas, an dem du dich entlanghangeln kannst. Für gewöhnliche Zaubersprüche. Die Zaubersprüche stehen normalerweise in einem Buch. Für die Ausbildung der Kunst brauchst du also ein Zauberbuch oder etwas ähnliches. Kannst du lesen? Auf unseren Reisen bisher mussten wir da lesen? Ja? Dann wollen wir mal sehen. Kannst du das hier lesen? Mavis zieht eine zerfledderte Karte hervor, die wie ein Rezept aussieht. Gucken wir uns mal näher an. Die Schrift auf der Rezeptkarte verschwindet vor deinen Augen. Jedes Symbol wird sofort unscharf, wenn du es lesen willst. Beinahe instinktiv entspannst du deine Augen und lässt sie die Seite als Ganzes betrachten. Da setzen sich die Symbole plötzlich zusammen. Das Rezept erhält Maßangaben, Zutaten. Es scheint eine leichte Sinnestäuschung zu sein. Dies ist keine Illusion, nicht wahr? Sieht aus wie ein Zauber, um andere einzuschüchtern. Oder um ihnen Angst zu machen? Mavis' Augen weiten sich. Wer bist du, dass du die alte Mavis so auf die Probe stellst? Bist du ein Scheusal? Anscheinend können wir schon mehr, als sie von uns erwartet hat. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Was ist los? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Nun, sowas habe ich nicht erwartet. Echt nicht. Sie schaut auf das Rezept und reißt es dir aus der Hand. Was du da siehst, ist in der Sprache der Kunst formuliert. Wenn man noch kein Zauberkundiger ist, sollte einem das wie Kauderwelsch erscheinen. Sie schnippt mit dem Finger. Aber, und das ist klar wie Kloßbrühe, du hast sofort den Sinn des Ganzen erfasst. Vielleicht erzählst du der alten Mavis mal, wie das angeht. Ich habe es vielleicht früher mal gewusst, aber jetzt vergessen. Diese Symbole haben einfach an meine Erinnerung gerüttelt. Oder hast du vielleicht eine übernatürliche Gabe? Egal, du hast jedenfalls zig deiner Lehrstunden übersprungen. Ehrlich. Mavis seufzt. Und ich habe jemanden gesucht, der hier die Drecksarbeit erledigen kann. So soll es dann vielleicht sein. Pah, dass ich dich überhaupt reingelassen habe. Sie runzelt die Stirn. Also, Zaubersprüche kannst du gut genug lesen. Aber die nützen dir nicht viel ohne ein Buch, in das du sie reinschreiben kannst. Hast du eine? Mavis schaut sich in der Hütte um. Dann fällt ihr Blick auf den Bilderrahmen mit schwarzen Stacheln, den du gemacht hast. Sie nimmt ihn vorsichtig in die Hand und betrachtet ihn eingehend. Das sollte reichen. Dieses Ding? Es ist doch bloß ein Rahmen. Ah, du dienst der Kunst doch auch nur als Verpackung. Sie hält immer noch den Rahmen in der Hand und nimmt eine der gestärkten Lumpen, die du von Giscor mitgebracht hast. Mit einem Ruck sitzt sie eine grünliche Oberschicht ab. Sie fliegt durch die Luft wie ein dünner Stofffetzen. Was Giscor auch immer zum Waschen nimmt, auf jeden Fall ist es besser als das übliche Waschen und Bügeln von Lumpen. Kann mir kein Pergament leisten, kann ich nicht. Pergament? Sie nimmt die gestärkte Oberschicht und zieht sie über den grünen schwarzen Stachelrahmen und stülpt dabei die Lumpenränder über die Haken am Rand, bis das Ganze wie eine grünlich-schwarze Malereileinwand aussieht. Irgendetwas fehlt noch. Tja, da müsste was aufgemalt werden. Sie nickt. Genau. Oder man muss es beschriften. Sie nimmt den Krug mit der Tinte, den du ihr vorher gebracht hast, und stellt ihn neben sich ab. Sie taucht einen ihrer Fingernägel kurz in den Krug und murmelt dabei vor sich hin. Sie fängt an, nacheinander mehrere Symbole in den Rahmen einzuritzen und murmelt dabei weiter vor sich hin. Fertig. Mavis trocknet ihren mit Tinte befleckten Fingernagel in ihrer Robe ab. Sie neigt ihren Kopf und betrachtet die seltsame, eingerahmte Seite vor sich. Das ist eine Seite für dein Zauberbuch. Mit einer Geste fordert sie dich auf, die Seite zu nehmen.
In deinem Zauberbuch sind deine Rezepte, deine Zaubersprüche, wenn du so willst. Solange sie sich in dem Buch befinden, sind es bloß Wörter. Sie tippt sich an den Kopf. Die Kunst sieht vor, dass du die Magie aus dem Buch herausziehst und sie in dein in deinen Kopf steckst, damit du ihre Macht nutzen kannst. Erzähl weiter. Du kriegst die Magie in dein Oberstübchen, indem du die Sprüche studierst und hier einprägst. Bevor du damit anfangen kannst, musst du dich gewöhnlich ein bisschen ausruhen. Noch Fragen? Ich glaube, ich verstehe die Grundlagen, Mavis. Leb wohl. Bevor du gehst, Kind, brauchst du ein bisschen Zauber zum Appetit anregen. Mavis wühlt in ihrer Robe und zieht dann drei Rezepte heraus, die sie dir übergibt. Die solltest du in dein Buch kopieren, damit sie so bald wie möglich in deine Dachkammer verschwinden können. Für das dritte müsste allerdings ein bisschen mehr in die Kunst geübt sein, um sie anwenden zu können. Danke, Mavis. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Warte, da ist noch was. Mavis holt ein kleines Bündel schwarzen Stoffes aus ihrer Schürze hervor und legt es auseinander. Zum Vorschein kommen ein paar bernsteinfarbene Ohrringe. Die werden dich auf deinen Reisen beschützen, Kind. Ich trage sie nicht mehr, also nimm sie ruhig. Vielen Dank nochmal. Gut, Kind. Du brauchst hier nicht länger zu bleiben. Jemand wie du kann seine Zeit besser nutzen, als bei der alten Mavis rumzuhängen. So alt bist du doch gar nicht. Pah, du Schmeichler. Du bist so zungenfertig, dass es einen Batesu beschämen würde. Mach, dass du fortkommst. Ich fühle mich stärker. Leb wohl, Mavis. Ja, da haben wir jetzt gleich viel zu lesen und viel zum Anschauen. Aber speichern wir erstmal ab. LP 22.